Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu Empyrion Galaxy Survival in der Alpha 12 Staffel 2.1. So, wir sind jetzt wieder da, oder ich bin jetzt wieder da. Ich hatte ja hier alles gelootet und wollte jetzt nach unten. Dazu gehe ich jetzt einfach mal hier. Oh, die warten ja schon auf mich. Wie freundlich. Na, sehe ich doch auch jemanden. So, war da gerade nicht eine Tür hier, ja, ne? Waren wir hier schon? Nee. Doch, hier waren wir schon. Okay, dann müssen wir noch tiefer. Genau, wir sind ja runter. Wir sind ja runter und... Ach, du Kleiner. Oh, komm ruhig zurück. Kein Fleisch? Oh, ich muss alles ausladen. Hatte ich noch nicht getan. Den. Trauma-Kit. Was war mal da? So, Kühlschrank. So, dann können wir den auch fertig looten. Zack. So, wunderbar. Wo ist denn mein Freund hier? Oh, ich werde wahnsinnig. Ich meine immer, die stehen direkt neben mir. Na, wo bleibt er? Schauen. Hier sieht ziemlich... Oh. Da hinten sind noch welche, die nehmen wir auch direkt mit. Und ich auch. Gut. Keine Schussanlage. Tja. Ob es jetzt gleich ist, rechts oder links, weiß ich nicht. Okay. Ah, ich wusste es. Aber gegen Hautparasiten haben wir was. Da. Hier in die Mitte muss es doch auch reingehen, oder? Na. Ich
Ich verlaufe mich hier so gnadenlos gleich. Ah, okay. Gut. Dann kommen wir da wieder raus. Aber es muss doch auch in die Mitte rein. Ich bin sicher eine Tür übersehen oder so. Also man sieht eindeutig, ich war noch niemals in so einem Ding hier drin. Wo? Da die Spinne. Nee, eine Türe ist hier aber nicht. Und ich glaube, die kann ich auch nicht kaputt machen, ne? Nee. Okay. Also muss es dann doch der eine Weg sein. Ich glaube, war ganz oben, ne? Wo wir da reingekommen sind. Nur von der anderen Seite. Oder war es hier? Ne. War, glaube ich, ganz oben von der anderen Seite. Ich gucke jetzt aber trotzdem, ja. Ich warte nur darauf, dass schon wieder was spawnt hier. Na? Tja, da oder da lang? Ach, da lang. Geht's nämlich zur Mitte. Dann gucken wir mal. Wo? So, jetzt müssen wir nur den Vogel da noch erwischen. Genau, Essen ist immer gut und Munition auch. Ey. Komm hier hoch. Schieben wir uns mal schnell die Salami rein, packen die Sachen weg. Ach, ich schmeiße alles in den Kühlschrank. Ich bin ein Depp. Egal. So, gucken wir mal hier. Super.
haben wir? Schrotflinte episch. Die nehmen wir doch. So. Okay. Looten wir den auch noch. Aber kein Gerätekern. Bis jetzt. Gut, dann müssen wir bestimmt hier durch. Okay. Mal schauen. Mann, bei der Gang, da sind wir ganz am Anfang durch. Geht's denn nicht tiefer? Wo ist denn der Kern? Da sind wir runtergekommen. Ah, hier. Puh. Ich weiß. Nee. Na kommt. Halt doch. Oh, du Sau. Na komm. Komm schon. Trau dich. Wunderbar. Kriegen wir den auf? Nein. Also erst den Kern. Okay. Kriegen wir den vielleicht mit Sprengstoff auf? Da. Nein. Das habe ich natürlich kaputt gemacht. Da geht was runter, aber wie kommen wir da hin? Ja, die hatten wir schon. Nee. Auch nicht. Von da sind wir doch gekommen, oder? Ja, da geht der Gang rauf.
Okay, sind wir wieder hier. Ja, aber ich komme da nicht rein. Warum nicht? Wie komme ich hier dran? Kann ich nicht kaputt machen. Falsche Flinte, so ein Mist. Was hat man? Hautparasiten? Noch eine offene Wunde. Verwende. Hallo? Habe ich die weggepackt? Ja. Kann die Kramer da reinräumen. So. Nö. Na. Den haben wir ja zerschossen. Wo sitzt denn dieser doofe Kern? Ups. Gibt's doch gar nicht. So, hier sind wir reingekommen. Ist der hier oben und ich habe den übersehen? Kann man da nicht vorstellen. Nee. Ja, ist ja gut. Generator habe ich auch noch nicht gefunden, fällt mir gerade auf. Na, hier geht's raus. So, rüß mal hier rum. Okay, oder auch nicht. Jetzt keine Lust, den kaputt zu schießen. Ok.
Okay, den kann ich nicht zerstören. Hier waren wir, jetzt gehe ich doch noch mal hier rauf. Na, komm, Mist. Meine Güte! Da waren wir überall schon drin, aber... Hier war doch nichts. Da geht's da wieder runter. Hier geht's dann wieder nach hier. Gucke ich noch mal hier rein, ob ich den Kern vielleicht übersehen habe, aber hier ist kein Kern. Das ist ein Block, der geht dann da unten durch. Nee. Mysteriös. Tja, hier war ich auch überall schon drin. Da geht's dann da runter und da geht's rauf. So, hier ist dieses doofe Ding an der Ecke. Tja. Wie komme ich jetzt da dran? Ich habe keine Ahnung. Da. Okay. Okay. Naja, wenigstens habe ich ihn gefunden. Jo, damit hätten wir die eigentlich gelootet. Aber verwunderlich ist trotzdem noch, dass ich den Generator nicht gefunden habe.
Also, wenn ich hier irgendwas übersehen haben sollte, sagt mir doch mal bitte Bescheid. Ungefähr, wo ich was übersehen habe. Weil ich finde es schon merkwürdig, dass ich keinen Generator finde. Kein Treibstoff. Jetzt bin ich, da war ich ja auch, da bin ich ja rein. Rüber. Den habe ich mit Sicherheit auch schon gelootet. Ah, er ist leer. Ja, komisch. Naja, gut. Nicht so schlimm. Ich lasse jetzt mal so hier stehen. Sollte mir da jemand weiterhelfen können, wäre ich da fürchterlich dankbar. Ob ich jetzt hier alles erwischt habe oder ob ich tatsächlich was übersehen habe. Ich werde mich jetzt wieder aufmachen zu meinem Bodengleiter. Und dann quasi direkt zur nächsten. Base fahren. Guck jetzt nochmal trotzdem nochmal hier rein. Ne, hier ist nix. Ne. Hier ist nichts. Jo, da sind wir hier quasi durch. Dann hole ich mir noch die zwei Schussanlagen da drüben. Hier war ja nicht so viel drauf. Oh, ist nur eins. Tor nehmen wir auch mit. So, ab zum Bodengleiter. Ja, war der Thomas. Wie soll's auch anders sein? Na gut, dann packe ich die Sachen auch direkt mal weg, aber jetzt packe ich mal den ganzen Kram in die Frachtbox rein. Einmal umpacken wenigstens. Thank you.
So. Dann hätten wir das auch sortiert. Ja, dann ist die Folge jetzt leider auch zu Ende. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Da werde ich dann, ich glaube, ins Syrax-Gebiet und dann da die nächste Base vornehmen. Es sei denn, wir finden noch eine andere auf dem Weg. Schauen wir mal, ich fahre jetzt auf jeden Fall von hier aus direkt weiter und schalte in der nächsten Folge dann ein, wenn ich wieder vor einer Base stehe. Und ja, bevor ich mich reinbuddel, schalte ich dann nochmal ein. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen, euer Dexter. Bye, bye.